Anstoß, FC nach Hamburg gegen Steinbach-Heiger. Weiter Steinbach, Szene nicht bereinigt, nicht geklärt. Geht auf den Rücken, da kommt die Hereingabe. Und am langen Pfosten steht da Jonas Singer ganz frei für Grün-Weiß. Und da wird Markus Mendler die Linie lang geschickt, bringt die Hereingabe auf Amazovic. Der kommt aber nicht richtig an den Ball, wird noch entscheidend gestört. Aber gut gespielt da von Grün-Weiß. Steinkötter auf der Reise mit dem Ball am Fuß. Nimmt da seinen Mitspieler mit. Aber der Abschluss harmlos, trifft da die Kugel nicht richtig. Jetzt mal ein schöner Ball da auf die linke Seite. Wird Markus Mendler an der Strafung keine mitgenommen. Der bringt die Hereingabe auf den langen Pfosten. Und da steht David Hummel, kriegt aber nicht mehr den Körper hinter den Ball. Setzt sie drüber. Gute Ablage da von Amazulic auf Patrick Weihrauch. Ablage da links raus auf Markus Mendler müsste das gewesen sein. Sucht noch die Präzision. Vielleicht ja jetzt. Probiert da die Kugel auf den kurzen Pfosten zu zirkeln. Ja, und Homburg findet da nicht in die Zweikämpfe. Nickerle mit der Hereingabe. Und hat da Glück, dass ein Homburger den Schuss abblockt. Guter Ball der Aufmerksamkeit, scheint kein Abseits zu sein, aber die Riesenmöglichkeit kurz vor dem Pausenpfiff. Du selbst bist, werden wir hier jetzt den Angriff über Quietschi anschauen. Das war mal gut gespielt. Ja, aber das meine ich immer so dieser... Ist zu umständlich, ja. Ja, da war jetzt zwei, dreimal die Möglichkeit gewesen, da suchen wir nicht den Abschluss. Na, über die vergangenen Wochen haben wir uns das auch erarbeitet. Jetzt gucken wir mal. Ja, gut pariert da von Kretschow. Steinbach, Heiger, und die werden sich fragen, warum das nicht das 1:0 ist. Erst der Abschluss von Eros Dakai, gehalten von Tom Kretschmer, dann der Abschluss von Justin Steinkötter mit einer Glanzreaktion mit dem Fuß, klärt Tom Kretschmer noch, und den Abschluss über das leere Tor setzt Steinbach über den Kasten. Die Bewegung spielt sich da schön um den Homburger Strafraum, die Murmel zu. Und Homburg kommt da nicht in die Zweikämpfe, kommt da nicht entscheidend ins Stören. Jetzt nochmal raus auf Nico Jörg. Und er probiert es wieder mit dem Abschluss, und da kriegt er auch den Applaus vom Publikum.